Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Minecraft. Ja, wir sind noch immer hier in unserer Mine unterwegs und das ist so unfassbar cool hier. Aber auch so unfassbar beängstigend, obwohl wir auch friedlich sind. Haben wir gemacht, weil wir hier jede Menge Spawner gefunden haben. Bleibt nicht aus in so einer Mine. Jetzt müssen wir nur mal kurz gucken, wo das eben war. Da haben wir noch ein bisschen was zurückgelassen. Aber das finde ich jetzt bestimmt nicht mehr. Was auch nicht so dramatisch ist. Ich glaube, wir haben ein paar Knochen da zurückgelassen. Aber da waren noch grüne Steine, die ich vielleicht gerne mitgenommen hätte. Also so Steine mit Moos bedeckt. Für die habe ich nämlich eigentlich eine Idee. Eine relativ gute. War das hier? Und immer wenn ich sage, wir haben jetzt alles entdeckt in der Mine, finden wir irgendwas Neues. Genau, hier war die wütende Lava. War das dann vielleicht hier drüben? Hier war auch nichts. Scheiße. Wo war das denn nochmal? So, hier gehe ich raus. Es war doch weiter drin hier, oder? Und ich glaube weiter unten. Nee, aber nicht hier. Das ist Kies. Redstone. Hier war es auch nicht. Okay, bin so ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Hier bin ich jetzt gefühlt auch schon 17 Mal lang gelatscht. Hier war das nicht. Nee. Wo war die Scheiße denn? Ist es. Doch nicht. Wir haben irgendwo noch so ein Ding gefunden. Also mehrere schon, aber auch noch einen davon. Genau so ein. Aber das war doch nicht hier, oder? Natürlich mitnehmen. Wo war das? Das war doch nicht so weit weg von diesem Ausgang da hinten, wo wir eben waren.
Hier war nur der wütende Lava. Die wütende Lava. Hier war der Ausgang. Mal wieder. Hier haben wir einen Diamant vergessen, ganz klar. Hier haben wir auch nur irgendwas mitgenommen. Wo war das nochmal? Ach ne, da war der Ausgang. So, hier war das auch nicht, ne? Ich weiß, wir haben uns hier auch irgendwo runtergebaut. Dann haben wir uns hier lang gebaut. Hier waren wir auch noch nicht. Hier scheint es aber nur Eisen zu geben. Okay, hier waren wir auch schon. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Achso, wir sind jetzt genau hier wiedergekommen. Hier war das. Glaube ich. Habe ich mich hier nicht irgendwo runtergebaut? Da war dann plötzlich auch ganz viel Spinnnetz. Hier war das. Guck, hier war das, genau hier. Nehmen wir das erstmal mit. Ich weiß, scheiß auf diese Steine da, auf die Spitzhacke und, ne. Die ist mir auch gar nicht wichtig, muss ich gestehen. Mich haben jetzt wirklich die Steine hier interessiert. Weil ich damit was vorhab, eventuell. Wenn das so funktioniert, wie ich das denke. Das ist ein Zombie-Spawner.
Ich nehme die jetzt trotzdem mal mit hier. Hier unten wird sie bestimmt keiner mehr brauchen. Und wenn ja, sollen sie mich anrufen. So, dann füllen wir das mal kurz wieder auf hier. Bruchsteinschiefer haben wir jetzt nur noch. Okay, dann füllen wir es doch nicht mehr auf. Also sieht das auch scheiße aus, ne? Machen wir wenigstens ein bisschen. So. Erde hätten wir jetzt zur Not noch machen können. Gut, hier geht's nicht weiter. Hier haben wir alles geklaut. Wenn die Zombies da spawnen, die werden sich freuen. So, hier haben wir noch so einen Spinnenspawner. Die Dings kriege ich nicht kaputt, diese Spawner. Wäre aber witzig, wenn man sich so ein Ding einfach irgendwo hinbaut, so irgendwo ins Zimmer. So, dann lassen wir die hier alle mal in Ruhe jetzt. Und ich würde fast behaupten, jetzt haben wir alles. Könnte man zumindest meinen. Ich würde jetzt hier anstandshalber nochmal lang gehen. Okay, hier ist noch dunkel. Gut. Hier ist Genosse Lava und hier waren wir noch nicht. So unfassbar viele Rohstoffe gefunden, ne? Und wir sind noch längst nicht fertig. Und wir finden hier wirklich nur Bruchsteinschiefer. Das heißt, ich kann nicht mehr so wirklich gut alles reparieren. Hier ist wieder ein dunkler Ort. So, okay, aber jetzt denke ich, haben wir alles. Ja, denke ich schon. Prima, dann haben wir die Mine erledigt. Und können stolz... Oh, hier ist noch was. Hier ist noch Gold. Oh, das war ein einsames Göldchen. Eigentlich können wir stolz die Rückreise antreten. Da tanzt der Spawner. Da tanzt der andere Spawner. Oh, das wäre so leicht gewesen, ne? Wir hätten mit dem Dreckklumpen nur hier drauf gemusst und... Oh. Hätten da wieder lang gekonnt. Scheiße. So, ich möchte jetzt hier nicht runterspringen. Vielleicht ein bisschen hoch, oder? Schafft er das?
Aber wir sind eh auch friedlich, dann passiert uns nichts. Ha! Wir alten Schummler. Oh, da ist sogar noch was runtergefallen. So, hier unten gab es auch nichts mehr, ne? Hier haben wir auch alles abgesucht. Nochmal eine Fackel hinpacken, nur für mich, damit ich weiß, da war ich schon. Hier haben wir schon alles zugekleistert mit Fackeln. Hier ist jetzt nur noch Redstone. Spinnennetz. War hier eigentlich noch was in der Kiste? Hinten waren dann... Moment. Moment, geht gleich weiter. So. Ich musste nur mal kurz die Musik ändern. Ne, da war nichts mehr drin. Wollen wir den auch mitnehmen hier? Nehmen wir mit. Oh, ich freue mich richtig, dass wir so viel gefunden haben. Und oben haben wir auch noch jede Menge. Ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt auch oben direkt weiter. So. Packen wir die Sachen mal so ein bisschen hier rein. Auch die Dinger können wir mal hier rein. Ach, die kann ich gar nicht stacken, okay. Wer weiß, vielleicht brauchen wir sie ja nochmal. Für irgendwas. Das würde ich jetzt auch einfach mal hier lassen. Hier Maschinen, 32 Stück. Hier haben wir nochmal solche Steine. Wo haben wir die anderen eigentlich davon hingepackt? Die haben wir, glaube ich, schon in unsere Hauptkiste gebracht, ne? Okay. Ich würde mich dann hier noch ein bisschen umgucken. Noch ein bisschen hier. Da ist noch Eisen und da ist noch ein bisschen dunkel und so. Deshalb lassen wir die Kiste hier nochmal. Hier ist noch Gold. Wie viel Gold haben wir denn schon hier? 43. So, wir stellen hier nochmal ein paar Fackeln hin, würde ich sagen. Die jetzt auch langsam schon wieder zu Ende gehen. Dann haben wir, keine Ahnung, fast 200 Fackeln verballert. Könnten sogar 200 gewesen sein, denn wir haben ja sogar noch welche gefunden gehabt. So viele Bereiche sind hier einfach noch dunkel, ne? Oh. So, warte. Das hat ein bisschen was von der Arena hier. Alter, wie groß ist denn das Scheißding? Wieder Jolt gefunden. Wieder Gold.
du Scheiße. Was bitte ist das für eine Höhle? So, haben wir nochmal 32 neue. Was habe ich da gefunden? Oh, wieder dieses Tuckenstein. So glücklich, weil wir haben so viel gefunden. Da hinten geht's noch weiter. Wir sind am Arsch. Einmal zur Orientierung nochmal hier einen Blick hinwerfen. Da hinten ist auch noch dunkel. Gehen wir da mal kurz hin. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier nirgendwo in die Löcher reinfallen. Wasser geht ja noch, aber Lava wäre tödlich. Vereinzelt haben wir hier schon welche hingestellt, Fackeln. So. Da unten geht's auch noch weiter. Ich werd bekloppt, Alter. Oh, Diamantus. Das Huhn ist in der Musik. Ich habe mich schon so oft gefragt, wenn das lief. Hä, wo ist denn hier ein Huhn? Okay. Da ist noch... Oh ne, das ist Redstone. Ich würde sagen... Wir verlassen die Höhle aber gleich mal. Wir können ja dann irgendwann nochmal wiederkommen und forschen noch ein bisschen. Aber irgendwann ist es dann auch zu viel Höhle. Vielleicht lassen wir uns auch was einfallen, was wir uns hier irgendwie bauen können oder so in der Höhle oder auch nicht. Das werden wir dann alles irgendwann mal in Ruhe besprechen, wenn wir auch mit den anderen Dingen vorangekommen sind, mit denen wir gerade überhaupt nicht vorankommen. Jetzt hoffe ich, dass wir die andere Kiste wiederfinden. Dann müssen wir von da auf jeden Fall was rüberbringen und dann müssen wir auch langsam anfangen, unsere Sachen zu sortieren. Das war hier hinter noch, ne? Ja, da hinten sehe ich schon. Wie viele Fackeln hier rumstehen. Und wie viele Orte einfach immer noch dunkel sind. So, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt schon mitnehmen können. Ein paar Sachen können wir tragen. Ich würde sagen, wir nehmen die goldenen Äpfel mit. Wir nehmen das hier mit. Das hier, also diese ganzen Samen. Sachen. Wir nehmen das Buch mit.
Wir nehmen die Steine mit, weil wir da schon welche haben. Wir nehmen das mit. Das hier können wir noch da drauf klatschen. Wir haben dreimal diese Lore. Die können wir erstmal hier lassen. Die Kiste lassen wir auch mal hier. Wir nehmen die nochmal mit. Redstone, Weizen. Hier, die können wir da drauf packen. Die Steine noch nicht. Wir nehmen die nochmal mit und die mit. Dann haben wir hier schon fast alles weg wieder. Haben jetzt aber ein bisschen Lauferei. Einmal zurück, damit wir das wegbringen können. Theoretisch in die andere Kiste. Ich weiß jetzt, ich bin gerade ein bisschen orientierungslos. Wir müssen da lang. Genau. Wir bringen das jetzt einmal zurück. Wir haben noch eine Kiste mit, ne? Ne, habe ich nicht. Aber okay, ich hoffe einfach mal, dass wir das da drauf packen können. Dann kommen wir nochmal zurück, holen die anderen Sachen und dann weiß nicht, ob wir das da stehen lassen, die Kiste und diese Box für das nächste Mal, wenn wir kommen. Brauchen wir nicht unbedingt wegräumen. Vielleicht bauen wir uns auch noch da was hin. Oh, ich steck fest. Aber ich glaube, wichtig ist es langsam, dass wir die Sachen noch aus der Höhle wegkriegen. Und so langsam in unseren Hauptbereich bekommen, den wir immer noch nicht fertig haben. Aber das Glas müsste mittlerweile fertig sein. Das heißt, wir können da weiterarbeiten, haben dann die Zeit ein bisschen gut oder mehr als gut, würde ich sagen, genutzt. Auch wenn es jetzt auch friedlich gewesen ist, aber ich finde, anders wäre das da gar nicht möglich gewesen, das zu erforschen, glaube ich. Zumindest nicht mit meinen Minecraft-Fähigkeiten, die nicht vorhanden sind. Hier war ich bin doch hier richtig, ne? Jawohl. Alles sieht so gleich aus hier. So. Da ist noch zweimal Kohle drin. Die Box hier wird langsam knapp. Schießpulver. Hiervon haben wir 50. Redstone haben wir noch 16. Hiervon haben wir welche mit. Packen wir mal daneben. Das Buch. Hiervon haben wir wieder. Doch nicht. Doch so. Ja, wir müssen das alles irgendwie mal rüberkriegen. Lehm haben wir hier gar nicht, ne? Ne. Die grünen Steinchen haben wir auch schon rübergebracht, okay. Wie viel habe ich denn da drüben noch, was ich mitnehmen wollte? Dann würde ich vielleicht die auch nochmal hier lassen. Die Schienen würde ich hier vielleicht reinpacken. Nur weil ich jetzt gerade nicht weiß, wie viel ich da hinten tragen muss noch. Die Knochen können wir hier noch mit reinpacken. Die Samen würde ich gerne behalten. Damit wollen wir unsere Plantage auf jeden Fall voranbringen. Deshalb trifft sich das ganz gut, dass wir das hier alles gefunden haben. Ich weiß noch nicht, was das ist. Leuchtbeeren. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen. Ob wir das nur essen können. Sieht jetzt nicht so aus, als wenn wir das irgendwie irgendwo hinpacken können. Sollen wir die Kohle hier mal raus? Nee, egal. So, dann dackeln wir nochmal zurück, holen den Rest. Und dann kommen wir zurück und bringen das... Ich weiß nicht, ob wir das schon mal rüberbringen oder ob wir es erstmal hier lassen. Ich meine, so viel kriegen wir hier jetzt nicht rein. Ein bisschen werden wir auf jeden Fall schon mitnehmen müssen. Ich denke mal, hier ist unser Eisen, Gold und Diamanten und sowas. Wie viele Diamanten haben wir denn? 37 Stück haben wir hier gefunden. Das, denke ich, können wir schon mal mitnehmen. Auf jeden Fall diesen Bruchsteinschiefern da wollte ich noch mitbringen. Aber ich glaube, das hole ich alles erst, wenn wir dann auch unten unser Lager so ein bisschen weiter ausgebaut haben. Weil da noch jede Menge anderes Zeugs rein soll und ich möchte das auch ein bisschen noch sortieren und allem Pipapo. Aber das braucht halt alles Zeit, ich bin einfach zu langsam. Tut mir leid. Wir nähern uns ja langsam der Folge 100. Ist ja ein Highlight, ich weiß nicht, ich glaube jetzt nicht, dass wir uns da irgendwie was Besonderes einfallen lassen. Schön wäre es, wenn wir uns bei Folge 100 treffen würden oder so, aber ja, vielleicht gehen wir bei Folge 100 einfach mal gucken. Was da hinten los war bei dem, wo wir dieses Holzzeug gesehen haben.
Vielleicht war das ja sogar Eugenio. Wäre auf jeden Fall mega. Oh. Hallöchen. Ganz alleine hier? Hier lang. Da unten steht er schon. Ich würde sagen, wir können das auch hier stehen lassen. So. Oh, ist doch mehr als ich dachte. Scheiße. So, aber ich glaube, wir kriegen alles mit. Oder auch nicht. Den Sattel noch. Das noch. Und das noch. Und die beiden können wir ja hier lassen. Die brauchen wir nicht unbedingt. Die kosten ja nicht so viel. Die können wir uns rucki-zucki neu machen. Und dann haben wir hier aber alles weg. Die Kiste und so, das lasse ich mal hier. Denn wir werden mit Sicherheit nochmal wiederkommen irgendwann. Und den Rest der Höhle auch noch erforschen. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir da irgendwann nochmal die Gelegenheit zu haben. Auch wenn wir jetzt schon wirklich, wirklich viel von der Höhle erforscht haben. Denke ich, geht es da immer noch ein bisschen weiter. Wenn ich gehe mal davon aus, wir haben das größte Ereignis, was wir hier finden konnten, haben wir jetzt gefunden. Vermute ich jetzt einfach mal. Aber gut. Wer bin ich? Wer bin ich darüber zu urteilen? Vielleicht gibt es hier noch viel, viel mehr zu entdecken. Von dem ich noch gar nicht weiß, dass es möglich ist, das zu entdecken. So. Dann dackeln wir zurück. Ich glaube, das, was wir jetzt mit haben, können wir vielleicht direkt in die Kisten stecken. Also, ich meine, in unsere Hauptkisten. Das heißt, wir brauchen gar nicht zu diese Kisten gehen, die wir hier gefunden haben. Also, was heißt gefunden haben? Unsere Kisten, die wir hier stehen haben. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht hingehen. Ich gehe mal davon aus, wir können direkt weitergehen. Weil wir sind eh voll bepackt. Und ja. Wie viel Eisen haben wir gefunden? Ist gar nicht so viel. 10 Stück nur. Hier in die Kiste haben wir nichts gepackt, ne? Eisenmäßig. Aber davor haben wir eine gute Ladung Eisen gefunden. So, hier haben wir kein Eisen reingepackt. Nee, haben wir nicht. Aber wir müssen so oder so dann nochmal herkommen. Und das dann, wie gesagt, alles holen. Damit wir das rüberkriegen. Aber das möchte ich ja drüben dann eigentlich erst rüberbringen, wenn wir es auch sortiert haben. Damit wir dann da nicht unbedingt wieder... Oh, guck mal, das sieht cool aus. Damit wir da dann nicht immer hin und her laufen müssen. Aber wir haben wirklich schöne Entdeckungen gemacht. Sehr, sehr viele Sachen gesehen, gefunden, was uns hilft, was wir brauchen. Wenn auch noch nicht jetzt, aber vielleicht irgendwann dann, ich weiß ja nicht, was wir mit für Projekte noch mit Eugenio starten. Deshalb bin ich da ganz begeistert, dass wir das alles gefunden haben. So, wir gehen direkt mal runter. Ich glaube, da brutzelt auch unser Sand. Der Enderman hat gekündigt, der ist weg. Ne, wo haben wir Sand hingepackt? Oder ist der Sand oben? Macht ja nichts. Wir packen das auf jeden Fall erstmal hier rein. So, Eisen packen wir hier rein. Zack. Roheisen haben wir hier noch. Das können wir dann gleich mal unten in den Ofen schmeißen. Genau wie das Gold, das können wir auch mal da reinschmeißen. Oh, warte, ich nehme aber den hier mit. Zack. Wir schmeißen das mal da drauf. Und so. Die beiden wollen wir in den Ofen schmeißen. Hier haben wir noch was von diesem grünen Steinchen. Die ich ganz gut finde eigentlich. Hier ist noch ein Buch. Von dem ich noch nicht weiß, was wir damit machen. Hier packen wir mal diese Dinger rein. Zack. Irgendwo haben wir, glaube ich, noch eine Kiste. Einen Sattel hatten wir auch schon irgendwo. Ich weiß nur noch nicht, wo. Hier haben wir schon mal eine Kiste. Zack. Haben wir hier noch 5 Kisten.
Weizen hatten wir auch schon irgendwo. Warte, ich nehme das mal. Unsere Kisten sind so schlecht sortiert, ne? Das ist bodenlose Frechheit. Guck mal, hier ist auch schon wieder Weizen. Können wir eigentlich hier mal reinpacken? Ne, wir haben irgendwo noch ganz viel. War das hier? Jawohl, guck mal, hier ist das. Zack. Das war das Falsche. Zack. Zack, so rum. Das ist hier. Hier sind die. Kürbiskern. Haben wir davon nicht auch schon welche? Rote Beete. Ein goldener Apfel, bei dem ich auch noch nicht weiß, wofür der gut ist. Schienen. Die wollte ich eigentlich nicht hier reinpacken. Aber der Sattel ist hier. Und den kann man auch nicht aufeinander stecken. Diese Leuchtdinger packe ich hier mal rein. Leuchttintenbeutel packen wir auch mal hier rein. So. Hier packen wir dann die Schienen mit rein. Zack. Und dann müssen wir das alles nach und nach sortieren. Hier haben wir jetzt schon die Steine. Und irgendwo hatten wir sogar schon welche. Ich glaube im Baumhaus. Ja, muss im Baumhaus gewesen sein. Können wir mal hingehen. Ich glaube, da ist auch unser Glas, oder? Jetten wir hier durch. Folge geht schon wieder viel zu lang. Machen wir auch gleich einen Cut. Nur noch mal kurz im Baumhaus hochgehen. Mal gucken, was da noch ist. Da ist der Eingang. So. Moment. Ich muss niesen. Entschuldigung. So, hier ist nix. Hier ist... Oh, hier haben wir auch noch jede Menge Weizen und so. Hier haben wir sogar noch Setzlinge. 64 Stück sogar. Boah. Hier haben wir sogar noch zwei Eisen. Traumhaft. Hier sind die. Zack. Was ist das? Ein Goldstiefel. Okay, eine Rüstung könnten wir uns eigentlich auch irgendwann mal machen. Hier haben wir noch eine Kette. Die packen wir jetzt auch einfach mal hier rein. Ja, jetzt habe ich das Eisen und so vergessen, da unten reinzupacken. Aber wo ist denn unser Glas? Das würde ich jetzt gerne noch finden. Dann ist es im Haus wahrscheinlich. Irgendwo haben wir Sand reingepackt. Kann er da nur im Haus gewesen sein? Weil noch einen Ofen habe ich nicht. Außer unten in der Mine. Scheint aber fertig zu sein hier. Ah, hier ist es doch. Zack. Nee. Das schmeiße ich unten rein. Also noch einmal runter. Ihr merkt schon, ich will nicht aufhören. So. Hier schmeißen wir das Gold rein. Zack, dann kann der direkt ackern. Hier schmeißen wir das Eisen rein. Und dann kann er auch ackern. So, gut. Und dann werde ich die Folge noch einmal beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, du bist morgen wieder mit dabei. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf, wenn du Bock hast. Sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.